25 Meter hoch ist die Mittenwalder Mauer. Und sie wächst weiter, jeden Tag. Die Verantwortlichen des Wasserwirtschaftsamtes haben sich für einen eher ungewöhnlichen Lawinenschutz entschieden. Das Bauwerk ist für Extremlawine konstruiert worden. Der Damm lenkt dann diese Lawine um, runter in Richtung Straßenauffangdamm. Und da soll sich das Nassschneematerial ablagern. Eine zweigeteilte Mauer, die künftig Schneemassen von der 1000 Meter Höhe gelegenen Gerberplatte stoppen soll. Fast ausschließlich aus Geröll, das die sogenannte Rheinlähne ins Tal befördert hat. Das ist ein kiesiges Material, das wenig frost- und wasserempfindlich ist. Es lässt sich sehr gut verdichten. Der Wildbach hat es da runtergeschmissen und hat es mehr oder weniger ein bisschen gebrochen. Seit fast einem Jahr laufen die Arbeiten, nach jahrelangen Diskussionen. Der letzte große Lawinenabgang hatte 1999 die Bundesstraße verschüttet. Bewohner der angrenzenden Siedlung mussten evakuiert werden. Doch jetzt atmet Mittenwald auf, sagt der Bürgermeister. Das Bauwerk, wenn man sich zu Gemüte führt, ist natürlich schon von der Dimension her sehr groß, ja, gewaltig, sage ich. Aber wie gesagt, die Ereignisse der Natur kann der Mensch nicht beeinflussen. Und von daher bin ich als Bürgermeister sehr froh. Künftig wird bei einer Lawine höchstens eine Staubwolke über die Mauer kommen. Weshalb bei Lawinengefahr oben im Karwendel gesprengt und die Straße kurzfristig gesperrt werden soll. Inzwischen sind die Arbeiter bei der nächsten Lage. Die nächsten 60 cm Gitter, die mit dem Geröll aufgefüllt werden. Wenn da Verformungen oder sowas auftreten, das kann das Bauwerk leicht wegstecken. Und der entscheidende Vorteil ist eigentlich, dass durch die Begrünung sich das ziemlich schnell wieder in die Landschaft einfügt. Ein flexibler Damm, den die Wurzeln der eingepflanzten Weiden halten, wenn die Gitter durchgerostet sind. Dank des guten Wetters und der schnellen Arbeit der Baufirma wird die einzigartige Mauer ein Jahr früher als geplant fertig sein. In der Art und Weise, in der Höhe, also glaube ich, gibt es in Deutschland kein vergleichbares Bauwerk. Nur noch ein paar Wochen, dann wird der Schutzdamm der Natur überlassen und in etwa 2 Jahren alles grün eingewachsen sein.